Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Stream heute auf Twitch. Und ja, wie geht's euch? Es sind ja, glaube ich, in manchen Bundesländern jetzt Ferien, zumindest bei mir, Sachsen. Und ja, die Ferien Sachsen jetzt haben, oder allgemein die jetzt Ferien haben, viel Spaß, und die Schule haben, ja, tut uns leid, aber trotzdem viel Spaß euch. So, bevor wir jetzt noch starten, muss ich noch was einrichten, denn, ja, eigentlich wollte ich den Stream um 16 Uhr starten, habe aber verpennt, oder war zu müde, habe mich kurz hingelegt und ja. Gut, aber dafür jetzt um 17 Uhr und heute wird es natürlich auch ein ziemlich langer Stream. So, das machen wir kurz aus. So, als erstes kommt Mario Odyssey. Ich plane so Mario Odyssey so 2 Stunden zu spielen. Und danach spiele ich Fortnite mit ein paar Kollegen. So, ich hoffe, alles funktioniert. Wäre nett. Spiel. Werden wir ja gleich sehen. In der Zwischenzeit kann ich ja für alle Fälle, ich glaube, das wäre keine mal so schlechte Idee, vielleicht meinen Stream auf irgendeinem anderen Gerät aufmachen, damit ich ihn beobachten kann. Ich hoffe, das geht bei mir. Ah ne, ich muss mich hier anmelden. Scheiße. Ach, scheiß drauf. Funktioniert alles gut? Oh, das sieht mir gar nicht gut aus. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen bei Steam was in den Einstellungen rumfuchteln. Ich gehe mal schon in ein Land. Aber ich muss noch was bei Steam in den Einstellungen rumfuchteln. Und das kann ich ja heute schließen. Steam. Nein. So. Oje. So. Einstellungen. Controller. Allgemeine Controller-Einstellungen. Das deaktivieren wir und jetzt sollte es perfekt funktionieren. Yeah! Oh ne. Warte mal, kurz neu verbinden. Jetzt funktioniert es perfekt. Yeah! So, dann wechseln wir auf die richtige Szene. Und hier sind wir in diesem eiskalten Land. Ist ja gefühlt kalt wie bei... Ist ja gefühlt so kalt wie bei mir. Ja. Und ich muss euch ein bisschen auf die Mario Odyssey-Steuerung jetzt dran gewöhnen, weil... Ja, ich habe das Spiel schon auch eine Zeit nicht angefasst. Und ja, let's go. Yahoo. Eine 4. Okay. Als erstes würde ich vorschlagen, gehen wir sofort in die Mitte, weil... also in die Stadt, weil... Ich will diesen Schneesturm loswerden, damit wir alle 100% machen können. Und da sind wir in Schlotterkomben-Siedlung. Münzen! Yeah! Gibt es jetzt schon diesen Mond? Jupp. Den gibt es hier schon. Und den holen wir uns auch. Yeah. Und euch mache ich einfach so weg. Ich mag so die Mechanik von diesen Kisten, dass man sie so elegant wegmachen kann. So, dieses Bild hier merken wir uns für später. Wäre nicht schlecht. Und ja. Nee, das habe ich falsch gemacht. So machen wir es. Denn hier
ist ein Mond, den wir gerne holen, bevor wir den weitergehen. Und ich laufe ein bisschen die Welt rückwärts. Also ich laufe jetzt hier runter. Durch den Schneehaufen hier. Denn wenn ich mich nicht irre, yep, gibt es hier noch einen Mond. Yeah. Oh, das der Schnee sieht noch auch geil aus. So, dann gibt es hier noch lila Münzen. Okay, doch nicht. Gibt es hier was? Auch nicht. Gut. Das heißt, wir gehen in eines dieser Subspaces. Und ich glaube, ich fange einfach von rechts an. Von rechts nach links. Zuerst eine schwarze Tür. Oder ein schwarzer Durchgang. Mit der Eiszapfenhöhle. Eigentlich kann man die Eiszapfenhöhle mit ein paar Tricks easy abschließen. Man braucht nicht komplett das alles machen. Und ich werde das jetzt auch so machen. Also nicht alles komplett. Aber die Goombas, die braucht man. Für den Secret Mond. Und wir müssen so das so hoch gehen, weil dort Dings ist. Wie heißt das? Lila Münzen. Yeah. So, zack. Und hopp. Rein theoretisch könnte ich von hier jetzt einfach so machen. Und mir den Mond holen. Das mache ich jetzt auch. Denn da haben wir den mal schon. Da, dafür nehme ich mal einen Schluck von meinem leckeren Tee. Eine Lücke oder was auch immer das ist, geht weg. Aber lila Münzen fehlen uns immer noch. So. Zack. Und hier gibt es auch noch viele Münzen, die ich gerne haben würde. Ja. Ich glaube, Goombas sind hier nicht so wichtig. Die hier oben sind. Aber die Münzen, die hier sind, sind mir wichtig. So, und das ist so nervig. Dieses Rutschen auf Eis ist so nervig. So. Dann euch hier noch. So, easy. Und da haue ich jetzt einfach ab. So, perfekt. Stylisch abgehaut. Abgehauen und nicht abgehaut. Und jetzt gehen wir in die nächste. So. Kein Bonk diesmal. Aha. Hier waren diese Monde. Also diese Halbmonde und diese Stein. Keine Ahnung, was das ist. Die sind aber ehrlich gesagt kein Problem. Also ich glaube, da oben gab's was. Ein Herz. Gut. Die Münzen hier hole ich, aber wir dürfen nicht zu lange im kalten Wasser sein, sonst takes Mario Damage. Zack. Zack. Und die andere ist hier. Hier, so. Jetzt müssen wir noch nur nach oben und da gibt es einen Secret Mond, den ich kenne. Und lila Münzen. Aua. So. Zack, 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 schön. Yeah. Und jetzt haben wir den Mondschatz in der Eisenwand. Eiswand, nicht Eisenwand. Ich kann nicht lesen. So, und wir haben auch diesen Schatz. Mond, meine ich. Die Eisenmauer hin. Das Eisenmauer-Hindernis. Ich sollte mal lesen lernen. So, und dann geht auch die zweite Lücke nach hinten. Yeah.
Das bedeutet, jetzt geht's hier lang. Aha. Hieran kann ich mich auch erinnern. Münzen. Hier brauchen wir so einen freistehenden Typen. Dann. Damit er uns hilft, die Dinger hier wegzumachen. Also die lila Münzen einzusammeln. Aber wir dürfen auf keinen Fall uns von ihnen treffen lassen. So, und ich stelle mich mal kurz hier hin. Weil diese Secret-Münzen hier finde ich geil. Stimmt. Hier gibt es einen unscheinbaren Secret-Mond. Also ist schon scheinbar, weil man stört eine Vibration. Aber ist es diesmal kein Licht, was entkommt, sondern so ein Kreuzloch, keine Ahnung. Und ja. Nein. Dich kapere ich jetzt. Schön. Und hol mir die Münze. Und töte die Stachis für den Mond. Ja. Yeah. Aber zuerst hole ich mir die Münzen. So, mit X puste ich auch. Ich puste mit allen Tasten. So, da sind noch Münzen. So, hier nicht. Gut. Dann vielleicht noch hier hinten kurz gucken. Nö. Sammle den dritten Mut ein. Das Sturmhindernis. Gut. Und jetzt fehlt uns noch eine solche Lücke. Und da sind wir schon da unten. Bei diesem Rennen. Noch ein Hindernis zu meisten. Ja, sie sind traurig, dass hier Bowser ihr Kuchen geklaut hat. Ja. Der Zuckerguss. Die Zuckergusstorte und nicht der Kuchen. Ist es. Okay, dann ist es halt die Zuckergusstorte. Ja, gut. Hehe. So, lila Monzen. Nehme ich gern. Bam, 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 bam. So, dich öffne ich mal schon mal, aber ich gehe zuerst. Ja, ich gehe zuerst dahin, wollte ich sagen. Hat gut funktioniert. So. So. Jetzt gehe ich kurz hier hin. Schon wieder derselbe Fehler. Ha! Schon wieder derselbe Scheiß. Wieso? Can someone say me why I make always the same mistake? Ist die interessante Frage, die ich mir hier stelle. Das war gerade geil. So. Jetzt mache ich es einfach so. Was juckt mich so an meinem Hals? Meine Fresse. Ah, ich sterbe. Spaß. Mehr. Wir haben schon mehr als die Hälfte der lila Münzen. Tschüss. Und der Mondi gehört mir. Hinter dem schneebedeckten Berg. So. Oh, da ist der Bosskampf. Wieder gegen diesen langen Schlong. Scheiße, ich will ihn wieder auf die Art, ohne seine Caps wegzumachen, besiegen. Scheiße. Scheiße, bin ich blöd. Dann machen wir es halt so. Okay. Ich brauche das Herz. Wow. So.
So. Easy. Easy. Scheiße. Jetzt wird es hier zu riskant. Da mache ich lieber den Savey-Weg. So. Und das war's. Tot ist dieser Typ. Wir haben unseren Spaß. Let's go. Der Mond gehört mir. Und damit wäre die letzte Lücke oder wie auch immer, das heißt offen. Bam, 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 bam. Das Schlotter Grand Prix. Yeah. Auf zur Rennpiste. Dieser Meinung bin ich auch, Cappy. Gute Einstellung. Let's go. Jetzt werden wir uns aber in der Schwierigkeit stellen, denn Mario kann nicht beim Rennen zumachen, weil er kein Schlotter ist. Weil ich glaube, diese Typen heißen Schlotter. Schlotteraner. Ja. Aber das ist für uns kein Problem, denn... natürlich findet Mario immer zufälligerweise eine Lösung, wie er schnell und easy das Problem löst. Das war immer Marios Motto. Stimmt, hier gibt es ja noch diesen extrem harten Glitch. So, du bist der König der Schlotteraner. Und da hier hinten ist dieser Typ, den wir kapern. So, um dann weiterzukommen. Aber ich würde zuerst hier so die Münzen abholen. Ist das hier alles überhaupt? Glaube ich, ja. Ich kann es ja nicht nachschauen, leider. Ist jetzt auch egal. Und hier bist du, du Typ. Nein, ich will die anderen sehen. Sind alle voll, da habe ich nicht die geringste Chance zu gewinnen. Wenn nur jemand meine Stelle antreten würde, dann wäre ich Schneider. Easy. Dann mache ich das einfach. Bam, bam, bam. Ach, ich bin heute richtig froh. So, und jetzt? Ab auf die Rennpiste mit dir! Den ersten Platz dir zu holen. So, ein bisschen noch um deinem König rumspringen. Ich bin bereit. Nein, natürlich, jetzt können wir das zu den Stunden. Ja, lalala. Yes! Und wie ich bereit bin, das Rennen zu starten. So. Wie es läuft, weiß ich ja. Aber mal sehen, wie es dann in der Praxis läuft. Yep. Klasse A. Kann ich das irgendwie an... Nein. Lotter Grand Prix. Schneekrochenpiste. Klasse A. Gut. Vier Teilnehmer. Ah, nee. Mehr Teilnehmer. Okay, da... Dann... Wird's Zeit zu rasieren, Mario! Ab auf die Eins! Du hast Mario Kart studiert! Scheiße, scheiße, scheiße! Ich kann's nicht mehr! So... Oh je. Oh je, oh je. So. So.
Ja. Schneller, Mario. So. Die anderen dürfen uns nicht einholen. Schneller. Ja. Ja, ich darf meinen Tee nicht vergießen, wenn ich den Controller schütte. Yeah! Geschafft. Was für ein unglaublich Sinn. Man könnte das fast gern, was nicht gern, du überrascht. Ja. So, jetzt gib mir einfach meinen Multimond. Ich will nicht mehr lange labern. Ich habe meinen ersten Platz verdient. Let's go. Das kann ich leider nicht skippen. Sorry. Aber da. Ja. Geht's schnell. So, und jetzt werden wir zur Odyssey zurückgeportet. Aber hier gibt's noch was zu erledigen. Wie wir wissen. Jo, und da fängt's schon an. Zuerst mache ich, glaube ich, das mit dir. Wait. Nee. Capture ihn doch. Nee, der Mond ist wahrscheinlich doch nicht da. So. Ich muss dich da vorne irgendwie wegbewegen. Und dann müssen wir uns einen Chip kapern, der Frost resistent ist. So. Jetzt gehst du bitte voll nach da hinten. Danke. So, hier ist, glaube ich, ein Bild. Das führt uns ins Kaskadenland. Im Kaskadenland waren wir lange nicht mehr. So, So, hier ist der letzte Checkpoint, glaube ich. Fossilienfälle nennt sich das auch. So, unsere Odyssee ist auf magische Art und Weise hier. Ja. Gut, stimmt, da ist auch der Shop. Ich kann mich ja dann hierher wieder zurück teleportieren. Ich gebe mal den Shop ab. Stimmt, da kann ich ja auch diesen Typen, einen Typen mit dem, also kurz reden. So, gibt es hier was Neues? Ach so, der Shop-Mond in Odyssey, also im Kaskadenland, ist wichtig und richtig. Shopping bei Fossilienfällen und jetzt die lila Münzen. So. Ziehe ich vielleicht jetzt auch sofort an. Wird es im Frostland dann ziemlich schwer sein. Aber ja. So, dich nehmen wir auch. Dich auch. Und dich auch. Damit werden unsere Münzen komplett ausgegeben. Also lila Münzen. Wir sind jetzt ein Neandertaler. Wir haben den Knochentrockenkopf. Ich hole mir noch hier den Typen kurz ab. Damit der mir seinen Mond gibt. Ja. Dankeschön. Und wen willst du jetzt? Er ist auch Futter oder Mampf genannt. Ach so, ich weiß, wohin er jetzt will. Er will jetzt ins Dings. Ins Schlemmerland. Stimmt, ist hier das Bild aktiviert? Da haben wir das überhaupt schon gemacht. Nee, das ist noch nicht aktiv. Okay. Dann Inseln der in den Lüften dahin. Und wir holen uns. Wir gehen zurück ins Forstland, genau. Schneeland. Rinder. Nein.
So easy. Back im Polarland, so heißt das Land richtig, gehen wir hier in diese Sub-Area. Oh nein, ich glaube, ich weiß sogar, was in dieser Sub-Area ist. Oh nein, sag mir nicht, sag mir nicht. Ich hasse mein Leben. Wieso mache ich im Mathe gerade Dreiecke? Ah, yeah. So. So. Und jetzt back. Oh je. Oh je. Oh je. What? 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 Hast du noch was? Nee. Ohne Preise mache ich es nicht. So's. Gut. Dann. Aha, da gibt es noch eine Sub-Area. Ich würde auch vorschlagen, dass ich in sie reingehe. Die Mondstücke sammle ich dann ein. Wenn wir dann keine Sub-Areas mehr zu erledigen haben. So, und rein da. Oh, shit. Boom. Kaboom. So, wir haben hier kein Cappy und müssen im kalten Wasser schwimmen. Ja, nice. So, aber wir kriegen ein paar zu Verschnaufpausen vom kalten Wasser. Komm, Münzen, 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 Münzen. So. So. Nice. Hehe. Easy. Aha, da oben ist was. Ein Herz hinein. Yeah. Zuerst aber gehe ich hier hoch. Denn ich weiß ganz genau, da oben ist was. Ha. Ha! Habe ich es doch gewusst. So. Und jetzt geht's runter. Den Mond holen. Und abhauen. Abhauen auf chillige Art und Weise oder auf elegante Art und Weise. Auf elegante Art und Weise. Also. So. Machen es richtige Pros. Wie ich. Und das war's. So's. What the fuck war das gerade? Und von wo kam es? Von meinem Handy, von meinem Tablet oder von meinem alten Handy? Keine Ahnung. So's. Hier ist schnelles Klettern gefragt. Kann ich leisten? Nein! Ich habe das Unmögliche geschafft, einfach. Ich habe einfach das Unmögliche geschafft. Zack, 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 zack. Yeah. Nee, eigentlich von meinem Handy kann es nicht kommen. Wahrscheinlich von meinem Tablet. Okay, werde ich dir dann gleich anschauen. So. Stimmt, das da unten würde ich noch klären. Stimmt, hier hinten gibt es ja noch was. Jupp.
Die Lilla Munzen. Da war ein Hase. Junge, komm doch her. Ja, ja, ja. Hehe. Kleines Häschen, ich grill dich heute. Grillen, grillen, grillen. Lakitu. Unsere letzte Angeltour war ja leider nicht so geil. Mal sehen, wie es jetzt läuft. Ich bin so dumm. Ich habe halt ein bisschen vergessen, wie das Angeln hier funktioniert. I apologize. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich warte. Ach, guck mal, was für ein schönes Futter ich für euch habe. Beiß an, mein Kleiner. Nein, oh Gott, ey. Oh. Aua, aua, aua. Ich habe schönes Futter, mein Freund. Mies, 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 mies. Ja, 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 ja. Fisch, 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 fisch. Hä? Mache ich irgendwas falsch? Muss ich irgendwie im richtigen Moment ziehen? The fuck? Ich habe halt komplett vergessen, wie das Angeln funktioniert. Hä? Scheiße, wie funktioniert nochmal das Angeln? Ach so. Okay, jetzt. Oh. Danke schön. Gott sei Dank habe ich ihn jetzt. Angeln im Gletscher. So, und jetzt schaffe ich mir dich. Gut, werde mir hier ein paar Münzen. Außer meinen Spaß. Nicht nur Münzen, sondern auch Monde. Jetzt auch hier unten. Aua. Denn Münzen sind uns wichtig, wie wir wissen. Wegen den Outfits. Für ein Outfit werden wir 9999 Münzen brauchen. Ich weiß ja noch nicht, für welches genau, aber für irgendeins. Okay. Sinnlos, aber egal. Yes. Sus. Yes. Es fehlt nur noch ein Mondfragment. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwo im Wasser ist. Deshalb würde ich sagen, raus hier. Okay. Ich glaube hier, ach so, ich weiß, was hier ist, aber das kommt später. Ich glaube, das hier auch. Was ist mit euch?
Also. Easy. Bislang. Auch easy. Auch easy. Bislang easy. Au. So, Nutenjagd im Schneegestöber. Gut, hier ist, glaube ich, Captain Toad. Der friert nicht. Ja, ich weiß, dass es hier kalt ist, aber das ist mir scheißegal. Ist ein kühler Typ, okay. Okay. Juti, 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 juti. Da ist noch eine Puppe. Aha. So. Easy. Polarland, Zick-Tack-Turnier 1. Jetzt fehlt nur noch diese eine Sub-Area. Dann diese Nuss. Und dann glaube ich, war es das hier auch für den Anfang. Okay, und die restlichen zwei lila Münzen. Denn ich habe auch keine Ahnung, wo sie sind. Muss ich sagen. So, was war denn hier nochmal? Das hier ist auch so eine geile Stage. Ich liebe diese Stage. Ba 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 ra ba bam, ba ra ba ba ra ba ra bam, ba ra ba 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 ra ba bam. Es gibt natürlich zahlreiche Wege, wie man hier zum Beispiel abkürzen könnte. Aber naja. Wir lassen diese Wege beiseite. So. Yeah. Zuerst ganz hoch. Nirgendwo anklatschen. Hier anklatschen. Und damit haben wir dich. Ratz, ratz für die Anhöhe im Lauf. So, und jetzt. Bam, baram, bam, baram, bam, baram. Ja, ratz, ratz übers eisige Wasser. Nicer Scheiß. Und da ist das letzte Mondfragment. Aua. Nicht ins kalte Wasser, Mario, sonst wirst du krank. So, dann kappen wir auch dich, Keck, sofort. Weil du wirst mir gleich auch helfen. Mein schöner. Mein schöner Flauschiger. Zuerst aber der Mond. Der hat Vorrang. So, wo war diese eine Stelle, wo man noch so einen Block verschieben konnte? Wo war die? Ich glaube hier irgendwo. Hier. Jupp. Und da sind die zwei letzten lila Münzen. So. Die Münzen hole ich mir jetzt auch. Yeah. Und rein da. Gibt's dort. Oh. Hier gibt's dieses kleine Puzzlechen. Okay, aber... Es ist, glaube ich, auch nicht so schwer. Ja, es ist nicht so schwer. Bara, bara, bara. Oh je. Okay, das mache ich zuerst mit der roten. So, die sitzt. Dann. Kurz hier. Umstellung. So. Auch nice, wie so das Wasser hier. Also so ein eisigen, so ein
Ja, ihr seht, was ich meine. Nices Detail. Gibt es hier einen Secret-Mond? Gibt es hier einen Secret-Mond? Oder ist es auch eine Sub-Area, wo es mal keinen Secret-Mond gibt? Boostern und rutschen. Werden wir ja gleich sehen. Sieht mir ehrlich gesagt nicht danach aus, als wäre hier ein Secret Mond. Nee. Kein Secret Mond. Dies ist gut. So. Jetzt kommt die Eiche. Die Eiche. Dann den Shop leeren. Und dann wieder ins nächste Land. Also dieses Land ging schnell vorbei. Aber Polarland ist auch nicht mein Lieblingsland, muss ich ehrlich sein. Muss ich ehrlich sein. So. So. Und schneller und schneller und schneller. Yes. Was ich immer geil fand, sich so zu drehen, dann die Wirbelstürme reinzugehen und dann noch immer so die Stampfattacke zu drücken. Das war immer geil. Nein, 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 nein. Ich lasse mich jetzt hier nicht wegstoßen. Yeah. Handstand, Salto. Ist nicht so easy. So, und jetzt die Sub-Area. Ich mache sie auch auf ein bisschen schnelleren Wege als so normal. So, die Münzen hier hätte ich aber gerne. So. Hehe. Oh shit, das war eine ziemlich blöde Idee. Das war keine so kluge Idee. Hehe. Oh nein, ich hoffe, es ist... Nein. Wer kam auf die Idee? Das so kompliziert zu machen, dass man sie immer neu machen muss. So. Gut. Yes. Das bedeutet aber für uns mehr Geld. So. 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 Easy. Mehr Geld. Mehr Geld. Und der Secret Moon da hinten, den hat man gehört. Du gehörst mir. Pirouette in großen Höhen. Bam 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 bam. Scheiße. Okay, let's go. Yeah. Und jetzt schauen wir da nach unten. Yes. So wunderbar ist das. Gut, und der letzte Mond, also der 30. Weil es ist dann eine gerundete Zahl.
befindet sich im Shop. Oh nee, stimmt. Diese eine Subreddit können wir auch rein. Stimmt. In diese eine Souvenir-Area, Sub-Area, können wir auch rein. Zuerst das hier. Kaufen. Anziehen. Kaufen. Anziehen. So. Dann das hier. Das hier. Und die Matraschka-Spielzeuge. Ja, ist mir klar. Gut. Ich beehre euch bald wieder. Obwohl, ich beehre jetzt deinen Ladennachbar. Darauf hier. Yeah. Bam, bam, baram, bam, bam. Ja, yeah, Shopping in den Schlotterkomben. Wir haben 30 Monde, aber wir können immer noch in eine Sub-Area. Und zwar hier die. Öffnen die Tür, Keck. So. Dieses Herumstehen ist echt langweilig. Kann ich verstehen. So, hier ist es eigentlich extrem kalt, wie er sagte. Kann ich nicht verstehen. Aber egal. So. Stachis Alarm. Gut. Schade, dass man euch nirgends wie töten kann. Okay, das war nicht geil. Tralalala. Cooper, bester Mann. Ich liebe Cooper. Und was sehe ich da oben? Cooper, bester Mann. Ananas. Hat man deutlich gesehen. Das sieht geil aus. Rutschparty auf dem Eis. Ah, toll, dass Mario nie auf Eis runterfällt, sondern immer gerade stehen bleiben kann. So. Mondstücke im frostigen Raum. Gut, und jetzt können wir aber abhauen. Und das tun wir auch. So. Abhauen, abhauen, hauen, hauen, abhauen. Gut, und bevor wir abhauen, schaue ich mal kurz, wieso bei mir das dort geblinkt hat. Ach so. Okay, ist nichts Wichtiges. Jetzt geht's ins Seeland, glaube ich. Jap, Küstenland. Und wir gehen auch dahin. So. Gut, Überprüfung fertig. Alles skippy skippy. Nicht gut, dass es hier runtergefallen ist. Aber egal. So, das auch skippy skippy. Das schnell durch.
So, das geben wir auch. Und die Mission, die ist auch jetzt nicht so extrem wichtig. Ja, da ist dieser Typ, der trinkt von dem schicken Glas. Und ja, wir müssen halt diese Dinger wegmachen. Die sind nicht gut. Und ihr, kleinen Monster, helft uns dabei. So. Nice. Yeah. Der Siegel der Steinsäule. So, und durch diese Säulen werden uns halt diese Schalter offen. Und wir können dann diese... Werdet ihr gleich sehen. Wir können dann das hier aktivieren. Und das macht ihm auf seinen Kopf... Aua. Aua. So, wow. Lava auf dem Kopf. Genie. He is a genius. Boss. So. So, weiter geht's. In dieser Röhre würde ich reinschauen. Liebend gerne. Aha. Wieder irgendwas versteckt. Ein Mond. Wartet mal. Hier irgendwo ist noch was. Auch nur Gumbas. Das war's. Ich spüre keine Vibrationen mehr. Gut. Dann. Auch kurz mal hier rein. Normalerweise braucht man hier so ein Wasserding. Aber mit viel Skill kann man auch so hier reinkommen. Und dann einfach. So. Nein. So. So. Easy. Hinauf dank Wasserrückstoß. Dank Mario-Rückstoß. Oder dank Cappy Jump. So. Und raus da. Da ist ein weiteres Bild, das juckt mich jetzt nicht so stark. Hier hochzukommen wäre auch nicht schlecht. Ich habe es ja auch geschafft. Da hoch leider nicht so ganz. Da mache ich, glaube ich, einen Dreifachsprung. Nee, falsch. Von einer etwas höheren Stelle. Nein! Oh Mann, ey. Dann hole ich mir doch so ein Kaulquappending. Oder was das immer, was das auch immer sei. Das. Aua! Das tut weh. Das macht Aua. Mir gefällt das nicht. So. So, Mond Numero, keine Ahnung. 4. So, eigentlich könnte man hier auch ein bisschen so abkürzen. Keine Ahnung, wieso das Feuer nicht erlischt.
Aber egal, was soll's. So, Captain Toad, du hilfst mir jetzt mal kurz. Ich grabsche mir deinen Mond. Captain. Und hier haben wir es nice abgekürzt und kombiniert. Bram. Yeah. Der Siegel in der Schlucht. So, und jetzt lösen wir noch eine Fontäne. Jetzt ist er wieder sauer. Ist mir scheißegal. Der kann von mir auch austasten. Den werden wir eh seine Fresse noch penetrieren. So, wieso ich noch hierher wollte, ist wegen diesen schönen Muschelmünzen. Würde ich sie jetzt nennen. Und wegen Gumbetta. Oje, oje, oje. Wird Captain Goomba es schaffen, ohne zu getroffen zu werden, zu Gumbetta zu kommen? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Spaß. Oder nach der Werbung. Spaß. So, hey. Wow. Let's go. Go. Schaffst du, mein Freund? Der Held der Goombas kommt. Ja. Er hat sich seine Liebe verdient. Ist der Mond rosa oder auch lila? Aber Mario kommt und tötet sie. Oder er macht ihn einen schwierigen Hinterhalt. Hehe. So und nirgends wie anders gehen wir mit Goombas um. Ich bin brutal und asozial, ich weiß. Romanze am Strand. Ist mir jetzt auch egal, was das ist. Okay, irgendwie bin ich heute in schlechter Laune. Ich weiß nicht, was los ist. Ich zerstöre Beziehungen. Verpenne. Verpasste Streams. Liegt es vielleicht daran, dass ich schlecht schlafe? Aua. Danke für die Coins. Ich glaube, hier sind auch noch ein paar Coins. Ui. Ui, ui, ui. Ja, und besonders hier. Hier gibt es sogar 100 Coins. Das ist also ein etwas größeres Land. So. Aua. Die Mini-Goombas sind die wenigen Gegner, die man nicht kapern. Kapern kann. Ja. Nice. Der Crash. Bis gleich. So, ich hoffe, jetzt geht's nichts wrong. Derp. Werden wir gleich sehen. Bam. Szene.
Und let's go. Okay, go. Oh. Oh nee, wieso sendet mir jemand jetzt Sprachnachrichten? So. Hynor 2, moin und danke für den Follow. Herzlich willkommen im Stream und auf meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich hoffe, die Frage ist okay, aber schaust du Hübi? Also ich hoffe, ich kann seinen Namen schwer richtig aussprechen, weil dieses H-U-E am Anfang des Namens sagt mir da was. Ja, okay. Den schaue ich auch gerne, weil er macht einfach geile Videos. Ja. Oh nee, jetzt muss ich den Samen davon tragen. Die Samen sind eine der nervigsten Missionen ever. Und man kann ja damit auch nicht irgendwie sprinten, nichts. Schade. Bubu. Barararam bam. Yeah. Flieg mal ein bisschen. Sämchen. Also ich kenne mich gut mit SMO aus. Okay. Also ich habe Super Mario Odyssey, glaube ich, schon seit 2 Jahren nicht gespielt. Weil ich mein Dings verloren habe. Mein Game auf der Switch. Also nicht auf der Switch 2. Sondern auf der normalen Switch verloren habe. Und ja. Ein bisschen arbeiten muss ich an mir, weil mein Skill ist seit diesen 2 Jahren verloren, den ich damals hatte. Leider. Aber ich bin ja hier, um ihn zu erarbeiten und dieses Spiel durchzuspielen. Es ist mir auch scheißegal, dass ich jetzt da Damage genommen habe. So, aber wenn du dich mit Super Odyssey gut auskennst, kannst du mir vielleicht irgendwann mal, also wenn du kannst und wenn du willst, bei manchen Moonen helfen. Wäre echt nett und toll. So, hier jetzt schön durch. Aua. Nein. So. Yes. Ja, kann ich. Das ist toll. Danke. Schatztruhe im Engental. Gut. Und jetzt einfach nur dich. Und ich glaube, stimmt, hier gibt es auch noch lila Münzen. Ich glaube, hinter diesem großen Berg. Ne, nur Münzen. Okay. Auch nicht schlecht für die Outfits. Gut. Flug durch das enge Tal und raus hier. Hier gibt es keine frische Luft. Gibt es keine frische Meeresluft. So. Gibt es eigentlich hier noch was, was wir liegen können? Da sind lila Münzen. Ich glaube, gibt es hier nicht sogar ein Königsherz? Nee, leider nicht. Oder doch? Werden wir ja gleich sehen. Nee, nur ein normales Herz. Okay. Nein. Schaffe ich es, euch so zu holen? Ja. Das finde ich echt geil. Da sind noch Münzen. Die nehme ich mir gerne. Ich glaube, im Küstenland werden wir ein bisschen länger Zeit verbringen als im Polarland. Weil Küstenland ist auch halt größer. So. Nice.
Easy. Notenjagd auf dem, auf der Meeresoberfläche, meine Fresse. Oh je. So, ich glaube, hier stimmt. Gab's hier was? Ja. Diese Münzen. Hier auch noch Münzen. Drei Stück. So, ich hoffe, die Switch 2 wird heute nicht noch einmal abstürzen. Wäre ehrlich gesagt nicht geil. Und wir müssen ja hier rein. Zuerst hole ich mir aber die Münzenringe. So, rein da. In die Tiefen dieses, keine Ahnung, was das ist. Tunnels, Unterwassertunnel. Ja. Wait. Gibt's hier oben was? Nein. Vermute ich mal nicht. Ihr stirbt mal schon. Aha! Hier ist aber der Mond. Blick zurück in den dunklen Tunnel. Und hier kommen diese... Ich habe vergessen, wie diese heißen, aber... Diese Typen aus Super Mario 64, sage ich jetzt mal so. Die kennt man von dort. Und aus New Super Mario Bros. DS. So. Hier kann man mittig durch. Ein bisschen Kisten zerstören. Aha. Gut. Und das war's. Sieht aber echt geil hier aus, der Tunnel. Aber wir müssen den verlassen. Um hier auf die Spitze zu kommen. Dritte, dritte. Yeah. Und nun ist die dritte Säule, also Fontänensäule, bereit zum Wasser fließen. Gut. Jetzt nicht nachgeben, Mario. Nur die letzte fehlt uns und das war's dann. So, so, das wollte ich machen. Ja. Und hier können wir jetzt auch easy alles so regeln. Ich finde irgendwie, ich finde es irgendwie cool, aber ich finde irgendwie, es wäre wirklich wie Lava auf Wasser ist. Aber das ist ja auch eine heiße Quelle. Aber trotzdem ein bisschen unlogisch, aber was soll's. Das nennt sich einfach Nintendo-Logik. Nintendo-Logik. Und jetzt ist auch die Lava weg, seitdem wir den Mond eingesammelt haben. Zuerst die lila Münzen, die Checkpoint-Flagge. So. Und jetzt der Schalter. Den Mond haben wir schon. Fast runtergefallen. So. Und nun. Tat ihm das richtig weh. Jetzt ist er sauer. Denkt ihr, das juckt mich nicht? Das juckt mich? Nö. Ich werde ihn einfach seine Fresse polieren. Das war's. Obwohl, kann ich eigentlich in der Zwischenzeit noch Monde holen? Ich hole mal schon ein paar, entspannt mal ein paar Niedermünzen. Hehe. Okay. Nach diesem Anschlag bin ich sauer. Mein Freund.
Bam. Und du hilfst mir, ihn zu schlagen. Bam, bam, barabam. Barabababababam. Ich hatte aber nicht genug Wasser. So, aua. Nein! Wieso schaffe ich es einfach nicht? So, jetzt kriegst du das, was du verdienst. So. Warte. Ich glaube. Aua. Ey, 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 das Herz nehme ich. Ich glaube aber, ich kann mit ihm auf den Kopf auch mit einer Stampfattacke treffen. Also draufschlagen. Scheiße! Ja, ich kann auch das mit einer Stampfattacke machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann aber auf die Fresse kriege, ist ziemlich hoch. So. So, und du hilfst mir, ihn jetzt zu finishen. So, deine Bohrer kannst du dir in den Arsch bohren. Papa. Bam, bara, bam, bara, 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 bo. Ah! Ja. Yeah. Und somit bist du tot, du Scheiße. Was ist das eigentlich? Egal. Einfach kaboom. Und ja, jetzt leuchten die auch. Seit wann leuchtet Wasser? Jetzt fließen die auch. So. Stimmt. Hier unten gibt es ja das noch. Aber wir holen uns den Multimond. So. Ich. Nee. Jo. Gut. Jetzt geht's ab mit der Vervollständigung dieses Landes, so gut es geht. Waren wir eigentlich hier schon? Nein. Würde ich gerne noch machen. Schon mal falsch. Aua. Stirb. Stirb. Aua. Stirb jetzt doch endlich. So. Und direkt in den Mond gesprungen. Nice. So. Schatz am Zufluss. So. Jetzt weg von euch! Und ja. Vervollständigung des Landes. Jetzt geht es hauptsächlich unter Wasser weiter. Weil ja. Obwohl, gibt es nicht hier sogar einen Mond noch? Nee. Nee. Obwohl, ja, stimmt, hier kann ich ins Dingsland. Durch das Porträt in das eine andere Land. Ja. Sagen wir es mal so besser. Überspringen. Ins Seeland. Seelegant. Nee, nennt sich das auch.
Geheimfahrt zum Seelegant. Hallo? Ja. Ich möchte zurück. Das überspringen wir schön. Und wir sind back in business. Hoch. Denn jetzt erledige ich mal alles hier unten. Doch ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was es hier so gibt. Ein Dingsherz. Ein Königsherz und diese lila Münzen. Ich glaube, das Klügste wäre einfach, ich schneide mir einen Cheep-Cheep. Wäre die beste Idee, die ich machen kann. So. Und fange dann an, die Monde zu sammeln. Ich glaube, hier werden wir so auf auch auf 30, 40 Monde zukommen. Vermute ich mal. Sicher kann ich da nichts sagen. Sorry, dass ich immer so merkwürdige Geräusche mache, wenn ich schüttle, aber ja. Ist so. So. Hier gab es, glaube ich, noch was. Ja, Münzen. Wichtig und richtig. So, und eine Checkpoint-Flagge. Ich glaube, ich würde es so machen. Ich schwimme einfach hier den Weg entlang. Da unten ist ja dieser Typ. Da ist ein Mond bei diesem Nessie-Duplikat. So, hier muss ich euch, glaube ich, alle zerstören. So. So. Kommt einfach alle auf mich zu. Und da spawnt der Mond. Ja. Blubberstand nördliche Gefilde. Gut, dann geht's ja für uns hier nach unten. Diese Kristalle sind sehr schön, muss ich sagen. So, hier geht's zuerst in dieses Loch rein. Ah, nach unten. Dieser Mond gehört mir. Mond Nummer 20. Und jetzt reden wir mit dir, mein Sphinx-Freund. Wie atmest du hier überhaupt? Geh woanders hin. Okay, das ist nicht nett, mein Freund. Sei grüß, Einstein. Deine Kopf wird gegrüßt. Vermagst du meine Fragen zu behandeln? Blubberstand. Ja. Yep. Ich glaube, ich kann bei ihm noch einen Quiz machen. Vier. Ja. Yep. Angreifen. Wie ich vorhin gefragt habe, für einen besonderen Moment aufgehört. Höre gut zu. Soldat ist ja ein Ort, der nur von dem bedient werden kann, der die richtige Kleidung trägt. Welche. Gott sei Dank! Ja, das war geraten, da hast du recht. Du magst Grüße? Ja. Okay. Meeresquiz. Gut. Und jetzt seine Schatzkammer. Die blenden wir.
Ladezeiten. Yeah, Ladezeiten. Ich mag Ladezeiten. Yeah. Ladezeiten, ich mag sie. Also auf der Switch 2 sind die Ladezeiten gleich wie auf der normalen Switch. Dauert es vielleicht noch eine halbe Stunde. In der Zwischenzeit kann ich mal meine E-Mails prüfen. Hallo? Also ehrlich gesagt kriege ich schon ein bisschen Schiss, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und ich habe darauf ehrlich gesagt keinen Bock. Scheiße. Also ich lasse das jetzt mal laufen, mache in der Zwischenzeit eine Pause kurz und ja, wir sehen uns gleich. Thank you.
Also Leute, wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Ahnung, was ich tun soll, weil es dauert immer noch ziemlich lange. Es ist immer noch dieser Black Screen mit dieser Ladestation. Warte mal. Da muss ich jetzt einfach mal kurz. Ja. Nee. Zurück. Puh, und ich hoffe, kennt einer von euch die Lösung dafür? So. Ich glaube, ich google mal. Super Mario Odyssey Jutsu. Lange Ladezeit. Scheiße. Das Spiel ist ja nicht irgendwie nicht abgestürzt. Ich verstehe das auch nicht ganz. So. Ich würde da jetzt einfach vorschlagen. Ich werde jetzt mit Kraft den Stream stoppen. Den Stream, ja genau. Das Spiel stoppen. Und das dann. Ja. Erneut machen müssen. Okay. Stream, stopp bitte. Wie mache ich das? Zuerst muss ich aus dem Fullscreen-Modus raus. Ja. Weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. So, das war glaube ich F4. Ja. So, stopp. F5 war es. Ja, kannst du schneller schießen. Ja, und jetzt muss ich es neu starten. Ich glaube, den Mond werden wir fürs Erste skippen. Weil ich sonst keine Ahnung habe, was ich da machen muss. So. Ich hoffe, der Sphinxgraben bleibt offen. Aber, naja, sonst weiß ich nicht, was halt zu tun ist. So, die Szene wechseln, nicht vergessen.
Ja, ich weiß, dass wir ins nächste Land können. Cappy, alles gut. Chill deine Base. Chill deine Nuggets. So, stimmt. Diese 3D-Passage würde ich gerne noch erledigen. Wenn ich keine Lösung finde, wie wir das Problem lösen, werden wir einfach den Mond skippen. Was soll's? Gibt's überhaupt dafür eine Lösung? Verkackte Kacke! So. So. Dieser Mond gehört mir. Ja, so komme ich ja mal was raus. Gibt's hier was? Ich vermute mal schon. So, dich aktiviere ich mal. Coins schaden nie. Aha. Aua. Das hat nicht weh. Das ist nicht gut. Bam, bam, boom, boom, boom. So. Und jetzt in die Röhre. Easy. Also hier sind nur Münzen. Ist schade. Okay. Dann in die Münze. Münze habe ich meine Röhre. Ja, ich bin jetzt ein bisschen außer Gefecht gesetzt, sage ich jetzt mal so, wegen diesem Vorfall. Meine Fresse. Shit. Nein. Mann. Obwohl. Achso, nee, lila Münzen, ich muss doch dahin. Ich muss dahin, ich muss dahin, ich muss dahin. I need dahin gehen. Because of lila Münzen. Verkackter Koopa. So. Zack. Jetzt schnell hier raus. Und jetzt wieder da rein. Ich hoffe, der Mond ist respawned. Der Koopa. So. Nein, nein, nein. Nimmt mich doch anal. Ich hoffe, Twitch strikt mich jetzt nicht für dieses Wort. Beschissen ist es einfach nur. Beschissen. Aber was soll's. Aua. So, bist du jetzt respawned? Ja. Wäre das jetzt nochmal passiert, hätte ich einfach ausgerastet. So. Ja. Jetzt hier in Richtung runterfallen. Gut. Was gibt's hier noch? Nichts. Haha, kein Damage genommen. Gut. Dann kappere ich mir einen Fisch. Und weiter geht's. Yeah. Yeah. Ist hier ein Mond oder nur Münzen? Nur Münzen. Gut. Ich glaube, wenn jetzt so ein bisschen rückwärts den Weg entlang, nicht den normaler Vorgabe. Jetzt stirbt der Gegner. Hier ist nichts.
juckt mich nicht, dass du auf mich pisst. Dass du deinen Urinstrahl auf mich strahlen musst. Okay. So viele leere Stellen. Aha. Nur Münzen. Allerdings nur Münzen hier. Aber hier nicht. Hier geht's nur nach unten. Und da war es der Unterwasserstraßentunnel. Trifft auf uns zu. Gut. Dann schaue ich mal kurz hier so noch vorbei. Ja, genau, weil hier eine Sub-Area ist. Die holen wir uns jetzt auch ab. Aha. Du bist hier so einer, aber unter Wasser. Gut. Und hier kann man immer seine Luft aufladen. Ja. Ist doch gut. So. Stimmt. Und bei dir kann ich ja auch direkt den Shop-Mond abholen. Oh, neuer Artikel. Piraten-Outfit. Gut. Kaufe ich mir sofort. Dab, 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 dab. Shopping am Blubberstand. So, und ziehe ich auch sofort an. Yeah. Tschüssikowski. Oh je. Gut. Dann würde ich vorschlagen, gehe ich wieder unter Wasser. Mit einem Fisch. Denn das ist das Beste, was ich gerade so machen kann. Bin ich der Meinung. Und mir halt Münzen. Lila Münzen dann dort holen. So. Und weiter geht's. Was gibt's denn hier noch so für Secrets, die mich interessieren? Hier was? Münzen auf jeden Fall. Wait. Nee. Hier aber Münzen? Ja. Und hier nur... Oh, so. Soll ich euch alles töten? Vielleicht. Vielleicht. Nee, ich glaube... Ich glaube nicht, weil es spawnen immer neue. Egal, dann halt nicht. So, hier gibt es noch einen weiten, unerkundeten Ort. Den ich mir anschauen werde. Natürlich. Die Münzen hier. Gut. Stimmt, da gab es noch einen Weg. Hier gab es ja das noch. Das ist mir jetzt aber nicht sehr wichtig. Das können wir dann später nachholen. Hier ist eine Schlucht. Ein Riss. Oh. Daran muss ich sagen, kann ich mich sogar nicht erinnern.
Daran kann ich mich sogar nicht erinnern. So, und schade, dass man hier nicht schwimmen kann. Nein, ja! Noch knapp Perino geschafft. Gut. Ist es der einzige Mond? Ich vermute mal ja. Bam, 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 bam. Dann kann ich jetzt mit ruhigem Gewissen hoch. Bam, 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 bam. Ach, diese Richteinstallen sind so wunderbar. Ah, verglichen zu dem neuen Pokémon Games ist Super Mario Odyssey einfach nur wie der Unterschied zwischen Unity Engine und der Unreal Engine. Unreal Engine 5. So, da ist, glaube ich, noch was. In dieser kleinen Höhle, ja. Die Frage... Ah, guess nur, was ist da? Hier. Aha. Nur lila Münzen? Ja. Nehme ich aber auch gerne. Nehme ich auch gerne an mich. Gut. Und jetzt war's das? Ne, da gibt's noch was. Und jetzt haben wir den eigentlich das ganze Meer umrundet. Hier gibt's noch dich. Passt das hier? Da passt das hier ist eine Abkürzung. So heißt dieser Mond. Und ja, das war's. Hier. Im Allgemeinen. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein von Monden. Deshalb würde ich auch sagen, ich werde nicht lange mich hier rumrum machen. Die ganzen anderen Samen finden wir dann beim Backtracken. Ja, es fühlt sich bestimmt herrlich an. Achso, hier ist ein Samen. Ich hole mir die letzten, den Samen, dann... Stimmt, ich habe ja noch nicht alle lila Münzen. Da sind aber noch Münzen. Also lila Münzen, schnapp jetzt hier den Samen, Mario. So. Naja, die Münzen hier zu finden wird schwierig. Wenn ich es nicht schaffe, dann beim Backtracken. Auf jeden Fall. Da sind noch drei Münzen. So. Bestimmt irgendwo noch hier vorne. Da, da waren noch drei Münzen. Und du, mein Freundchen, du gibst mir jetzt deinen Mond. Der Mond gehört mir. Merci, Dory. So, hier sind noch drei Münzen. Was richtig gut ist. So. Es fehlen nur noch 12. Gut. Nur noch 12 Stück. Und jetzt nur noch 9. Auch gut. Die Frage ist nur, wo sind die 9? Stimmt, da gibt es ja noch was. Und es gibt ja noch dieses eine Spiel. Oh je. Aber das Spiel habe ich gar keinen Bock auf, dieses Beachvolleyball. Deshalb würde ich sagen, machen wir es nächstes Mal, weil ich habe wirklich keinen Bock drauf. Ich kann kein Beachvolleyball. Nicht in real life und auch nicht hier. So. Zack. Ja, ein Mond für dich. Wir machen noch schnell aber die Rakete.
und abheben. So. Trarambam. Das hier ist eigentlich nicht schwer. So, ich würde aber dieses Ding aktivieren. Weil es eine kleine Hilfe ist. So. Easy. Die Münzen sind ja scheißegal. So. Und hier geht's zum Secret Mond. Der befindet sich hier in der Kiste. Den sammeln wir. Und hauen ab. Aua. Das tat nicht gut. So, ich mache das jetzt auch ohne dieser scheiß Flammendinger. Okay, 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 okay. Ich halte einfach meine Schnauze. Ich halte einfach meine Schnauze. Zack. Ja. Und weiter geht's. So, ab hier benutze ich weiter dieses Ding, weil ich die Münzen brauche. Alles andere juckt mich jetzt hier nicht so sehr. Und hier, weil ich den Weg nicht kenne. Obwohl ich hier mir ja eigentlich so ebnen könnte. Wäre auch eine Idee. So. Warten im Wolkenmeer. Nice. Gut, ich hoffe, der Mond ist gewachsen. Nein. Das Spiel mache ich jetzt nicht. So, hier sind noch Münzen. Es fehlen nur noch 6. Wo ein paar davon sind, glaube ich auch zu wissen. Was habe ich denn da gesehen? Das nehmen wir jetzt mit. Das gehört schön da hoch. So. Bam, 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 bara, ba, bam, bam, bara, bam, bam. Hier sind noch die, nicht die 6, sondern die 3. Und noch die letzten 3. Ich habe sie, glaube ich, irgendwo gesehen, aber ich weiß nicht, habe ich sie abgeholt. Auch nur diese Monster. So. Habe ich sie auch abgeholt. Und was ist hier? Kurz so als Frage. Achso, nur der Herz. Oder die Münzen sind halt bei dieser einen, wo man diese Puppe benutzen muss. Werden wir ja gleich sehen. Da vorne meine ich. Durchaus. Durchaus. So. Keine Zeitbegrenzung. Okay, außer durch Luft. Und hier müssen wir Mondfragmente sammeln. Gut. Ich hoffe, ich werde hier von
Doch, ich werde hier von Gefahren bedrängt. Von diesen Fischen. So. Oh je. So hoch. So. Nice. 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 Und nice. Münzen. Nur Münzen. Gut. Und wo ist die letzte? Wo ist das letzte Mondfragment? Hallo? Achso. Ist mir jetzt scheißegal, dass ich jetzt mit ihm zusammenkrache. So. Das gehört mir. Ich nehme mir den Mond und werde gleich hier eine Pause machen, weil ich kurz was essen will. Auf Fortnite umstellen. Noch was kurz mit meinen Kollegen klären. Und ja, wir sehen uns dann. Gleich kann ich mich eigentlich einfach teleportieren. Ja. Wait. Ich teleportiere mich mal kurz dahin. Aus einem ganz bestimmten Grund. Nö, ich sehe nichts. Ich sehe nichts mehr. Schaffen wir eigentlich mit ihm auf diese geheime Insel oder braucht man dafür einen anderen Trick? Nein, man braucht dafür einen anderen Trick. Gut. Also ich kenne da noch einen anderen Trick und ich finde es so geil, wie einfach dieses, das am Wasser entsteht. Ich habe vergessen, wie es sich nennt. Gut, dann machen wir kurz hier einen Cut, sage ich jetzt mal so. Vielleicht muss ich auch den Stream so verschieben. Also halt nicht, dass ich jetzt sofort live gehe, sondern später. Auf 2 Stunden, weil der eine Kollege kann erst ab 20.30 Uhr. Wann der andere kann, keine Ahnung. Muss ich gleich noch klären. Und ja. Gut. Bis später oder bis gleich. Oder ich sag lieber bis später.
Leute, kurz zur Info. Ich werde jetzt diesen Stream hier beenden, weil... Ich soll es sagen, bei ein paar meinen Kollegen gibt es ein paar Probleme und da können sie halt jetzt nicht sofort mitmachen. Ich werde aber den Stream vielleicht so ab 21 Uhr wieder machen und da spielen wir Fortnite. Also, ja. Tut mir leid. Und... Ja. Tut mir einfach leid. Und bis später.